Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, ein bisschen habe ich vergessen, den Einstieg ins Video zu vertonen. Also, moin zusammen. So, jetzt geht's gleich mit dem Video los. So, zumindest für das für die Geschichte mit dem Rostumwandler haben wir jetzt ein Ergebnis. Ja. Sieht ganz gut aus. Vorne die Maske auch. So, dann schnappen wir uns jetzt mal ein bisschen Wasser und spülen das ab. Ordentlich abspülen. Ja, hier ist auch schon ausgeschnitten. Als allererstes kommt das Blech hier wieder zur Außenseite. Ich meine, die ist zwar stabil, aber ne, wir wollen schon einiges schweißen. Da wollen wir ein bisschen ja, Stabilität drin haben. Ne? Gut. Gehen hier vorne, da bin ich nur ganz schlüssig, ob ich da ein Reparaturblech reinsetze, weil man sieht es nicht wirklich hinterher, weil die Ansaugung drüber ist. Ist auch ein Batteriekasten, wie auf der anderen Seite. Also man hat entweder ein Batteriesystem, ein doppeltes, oder man hat hier an der Stelle die Ansaugung und ne, die kommt ja hier. Hier saugt er an. Wenn man mit dem Schnorchel arbeitet, ist hier die Öffnung. Beziehungsweise da soll sie eigentlich hin. Ja, ist noch so eine Überlegung. Schnorchel etc. Ich guck mal, ob ich an einem anderen Land Rover unseren Schlachtern so ein Teil hier finde. Ja, der hat karosserietechnisch noch einiges zu bieten. Wie zum Beispiel eine komplett rostfreie Hecktraverse. Ja. Und einen sehr guten Rahmen, wie man sieht. Ansonsten ist da schon einiges rausgeflogen, und zwar für meinen blauen. Unten auf der rechten Seite der Fußraum, ne? Habe ich euch gezeigt. Den habe ich hier rausgeholt. Ja, die Endspitze. Nee. Gucken wir, ob wir hier die Endspitze haben. Ja, deswegen ist er eigentlich gestorben. Der ist schon ziemlich fertig. Also überall. In der Mitte, seltsamerweise. In der Mitte ist er überall kaputt, aber außen gehen die Bleche alle noch. Naja. So, hier sieht man das. Noch im eingebauten Zustand. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ja. Hier sieht das Blechteil wesentlich besser aus. Hier sieht man das Teil, was bis hinten hin im guten Zustand ist. Das werde ich hier an dieser Stelle abbohren. Mal gucken, ob ich das benutzen kann. Ja, ja, hier hat er wenig Rost. Nur in der Mitte. Der bricht bald durch, ne? Es ist sehr eigenartig, wie der Wagen verrostet ist. Also rostmäßig ist der hier einer der besten, was vorne und hinten angeht. In der Mitte ist er tot. Ja, hier sieht man auch noch, warum er noch hier steht. Ne, Rahmen top. Ja. Ja, hier sieht man es auf der Seite. Normalerweise ist die Batterieseite immer diejenige, die verrostet durch die Säuredämpfe. Ne? Aber... Ja, in dem Fall
Also bei dem anderen jetzt, den wir jetzt gerade machen, ist komischerweise die Seite verrostet. Also wie das passiert ist, keine Ahnung. Ja. Wie man hier sieht, hat der Wagen Module in Bezug auf die Pedalerie. Ja, man kann dieses Modul mit der Pedalerie auch hier drüben hinsetzen, ist aufgeschraubt, dann hat man den Rechtslenker. Ne? Schon relativ gut auf und einfach aufgebaut. Ja, die Achsen sind auch noch ziemlich gut hier, deswegen steht er eigentlich auch noch hier. Ja, wir sind natürlich interessiert an diesem Teil hier. Und wir können hier noch die Form abnehmen, weil die Form existiert noch. Und wie gesagt, hier diese Geschichte ist komplett intakt. Dieser Längsträger ist komplett intakt. Ich werde wahrscheinlich nur ein Stück hinten rausnehmen. Also das Stück, was bei dem anderen kaputt ist, also ab dem Loch nach hinten zur Tür. Ja. Ja, und die Form hier werde ich werde die Bleche praktisch an dem hier nachbauen. Dann habe ich zumindest schon mal eine vernünftige Form, ohne irgendwie mich verschneiden zu müssen. Gut. Machen wir hier von einem Foto erstmal grundsätzlich. Später messen wir das auch noch. So, an dieser Stelle sieht man ganz gut, man muss den Rostumwandler muss man neutralisieren. Ne? Das ist wichtig. Das ist ja Phosphorsäure. Ne? Ja, an dieser Stelle sieht man ganz gut, dass ich mit dem Heißluftföhn die ganzen Falzen aufheize, damit die Restfeuchtigkeit verdampft. Die Feuchtigkeit, die da drin ist, die ist nach dem Schweiß ein bisschen alle Ewigkeit da drin. Deswegen lieber komplett durchheizen, ne? Richtig erhitzen, dass das alles verdampft. Dann ist man eigenermaßen auf der sicheren Seite, dass da nicht irgendwo Feuchtigkeitsnester drin sind. Jetzt, wo es noch eigenermaßen offen ist, ist das relativ einfach, damit Hitze ja, zu arbeiten. Jetzt kommen wir langsam zum ersten Blech, was wir einsetzen. Vor einem Lampenkasten. Ausgeschnitten habe ich es, habt ihr gesehen. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Genauer da, da war das Loch, ne? Habt ihr ja gesehen. Und ja, brauchen wir natürlich eine Schablone. Als Schablone haben sich immer Pizzakartons ganz gut gemacht, muss ich sagen. Das, also hier diese Fertigpizza, ne? Die man hier noch im Backofen steckt. Mal gucken, ob wir irgendwo einen hier rumliegen haben. So, keine Schleichwerbung, ne? Einfach so eine Pizza. Muss man ein kleines Stück raustrennen. Das sollte schon reichen. So. Ja, bevor wir das zuschneiden können,
erstmal entgraten. Ich habe gestern erstmal ein neues Teil gekauft. Einen sogenannten Fingerschleifer, beziehungsweise nicht Fingerschleifer, sondern so ein Bandschleifer. Manche nennen das auch Fingerfeile. Finde ich gut. Gutes Teil. So, jetzt können wir das auch auflegen. Andersrum wäre vielleicht besser. Da sieht man am wenigsten, was man angekratzt hat. Angekratzt haben, ausschneiden. Wir wollen hier stumpf einschweißen. Hier vorne ist nicht viel. Mit Tragfähigkeit ist nur der Lampenkasten. Wenn das da reinpasst. Jetzt haben wir ungefähr einen Millimeter rundherum Platz. Ne? Jetzt hier rundherum das Blech ankratzen bzw. anzeichnen, wandern wir wieder ein Stückchen raus. Ne? Dann haben wir es. Gut, Blech. So. Gut. Wo sind meine Schweißmagneten? Verdammt. Habe ich die verliehen? Jetzt noch nicht sowas. Okay, hier ist es ein bisschen rausgewölbt. Sonst passt es. Mal gucken, ob wir das ein bisschen gerade kriegen. Thank you.
Ja, muss doch eine neue Rolle rein. Mitten im Schweißen geht die Rolle weg. Alle durch. Die Angriffsrolle muss ich auf jeden Fall umdrehen auf 0,8. Ich habe die ganze Zeit leider mit 0,6 geschweißt. Und irgendwie stimmt ja was mit dem Drahtvorschub nicht. Lässt sich nicht regulieren. So, Thema Schweißgerät. Welches Problem haben wir? Der Positiometer ist in den Fritten. Ne, das wird wohl nichts mehr. Wie ist denn der verlötet? Zweimal verschraubt und ich tippe mal auf die Kollegen da oben. Ja, stimmt. Mehr als das da kann ja nicht sein. Das sind drei Lötstellen. Ich habe noch das andere Schweißgerät. Mal gucken, ob der andere Potentiometer oder ob das die komplette Platine gleich ist. Wenn, dann nehme ich natürlich Platine. Ne? Ansonsten nur den Potentiometer. Aber ansonsten scheint es hier... Ach ja, das hat der Vorbesitzer nachgerüstet. Genau. Mal gucken, dass ich den Kabelkram hier gleich wieder vernünftig aneinander kriege. Mal gucken. Ich mache mal das andere auf, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, die Platine. So. Hier habe ich den Potentiometer rausgeholt. Das hier ist der kaputte. Wie man sieht, den habe ich nicht rausgerissen, der ist wirklich gebrochen gewesen. Ja, hier sind seine Füße. Die musste ich rein einzeln aus dem Teil da rauspopeln. Lötstation. Ja, Wohnzimmer, ich weiß. Gekapert. So, jetzt musste ich die Füße von dem Teil hier ein bisschen anpassen. Sollte aber... ich weiß, muss das noch ein bisschen fein verlöten. Gut. Aber ich denke, es sollte funktionieren. Ja, es gehört auch immer dazu, ne? Wenn du jeden Mist wegbringen musst zum Reparieren, wirst du nie fertig. Oder du hast hier wirklich drei, vier Schweißgeräte rumstehen. Ja. Dann stehst du da. So, mal gucken, wie weit wir gekommen sind mit dem Blech und dann schauen wir mal. Jo, eingebaut ist es. Ich habe jetzt den anderen Schalter übernommen. Der da in dem anderen Gerät drin war. Befestigung funktioniert noch nicht so ganz, weil ich müsste jetzt durch den größeren Potentiometer, ich müsste ein bisschen nach da. Da ist jetzt nicht viel Belastung drauf, den lasse ich so. Ne? Wichtig ist mir allerdings, dass der Drahtvorschub wieder funktioniert. Der funktioniert wieder. Jetzt muss ich den Antrieb reparieren. Potentiometer funktioniert einwandfrei, das ist schon mal gut. Das Problem mit diesen Antriebsrädern ist bei diesen günstigeren Modellen schwierig. Wirklich schwierig. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Drahtrolle. Ich glaube, die ist ein bisschen zu alt. Die hat ein bisschen Rost angesetzt. Also mein ganz altes Schweißgerät macht damit überhaupt keinen Ärger. Zieht da so durch. Aber in diesem Fall haben wir ein Problem damit.
vorsichtig sein. Ne? Das haut ab, komplett, das spult sich ab. Das möchtest du nicht haben. Das Drahtende. Festhalten, ganz wichtig. Festschrauben können wir gleich, aber erstmal den Draht da durchziehen, dass uns die Rolle nicht mehr abhauen kann. Ja, das läuft doch sowas von schön. Ja, war der Draht. Ältere Maschinen bzw. kräftigere Maschinen machen da kein Problem mit. Die offensichtlich hier schon. Ich kann den ganzen Kram ja neu einstellen mit dem neuen Potentiometer etc. Aber immerhin besser als vorher. Da bin ich ja mehr gespuckt als alles andere. So, dann schauen wir mal. So, für heute war es das erstmal. Mal gucken, mal ein bisschen eingrooven mit dem Schweißgerät, mit ein paar verschiedenen Düsen, habe ich auch noch hier rumstehen. Ja, morgen erstmal das Schweißgerät wieder zusammenbauen, zumindest die Seite. Und mal gucken, dass ich die Gasflasche da endlich dran kriege. Denn das alte Schweißgerät, aus dem ich jetzt den Potentiometer geholt habe, hat ein Fahrgestell. Und ich frage mich gerade ganz intensiv, ob dieses Fahrgestell nicht irgendwie zu adaptieren ist an das andere. Ja, man kann nie genug Schweißgeräte haben. Ne? Wenn irgendwie was, was für 80, 90, 100 Euro so ein Ding auftaucht, ne? Kaufen. Immer kaufen. Ne? Ja. Man tut es auch nicht so weh, wenn so ein Ding mal über den Jordan geht. Ihr habt ja gerade gesehen, reparieren kann man es trotzdem. Ne? Ich kaufe nur gebrauchte Sachen. Ja. Mal gucken, ob ich daraus noch was anderes bauen kann. Mal gucken. Ich mache jetzt aus beiden erstmal eins und dann sehen wir weiter, was da, ja, das Fahrwerk und die Gasflaschenaufnahme hier oben hätte ich schon ganz gerne an dem anderen dran. Gut, weil im Moment schleppe ich die Gasflasche hinter dem Schweißgerät her, was ziemlich blöd ist. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen sanften Start ins Wochenende und wie immer, lasst euch nicht ärgern und viel Spaß
Bis zum nächsten Video.